Hallo ihr Lieben, ihr seht mich schon mischen. Wir haben wieder Epoxid-Zartzeit. Ich mache Untersetzer. Ich mache das ja total gerne äh, und frage dann aktuell gerne Freunde, Bekannte, ob, dann, äh, ob sie Lieblingsfarben haben. Und das habe ich wieder bei zwei lieben Menschen, die komplett zufällig in mein Leben getreten sind ähm, durch die Musik. Ich war damals bei dem einen äh, da in, auf seinem Konzert beim Auftritt von seiner Band und dadurch haben wir uns kennengelernt und ich freue mich aktuell immer sehr, wenn wir uns sehen. Wir sehen uns aktuell weniger, dass er auf der Bühne steht, sondern eher mehr, dass er vor der Bühne steht und wir uns zusammen Live-Musik freuen dürfen ähm, und ja, dementsprechend war für mich das jetzt sehr nah, dass ich halt auch den beiden, also ihm und seiner Frau gerne eine Freude machen möchte. Und habe eben nach Farben gefragt, habe dann auch so ein bisschen geschaut und ich fand jetzt die Farben, die ich letztes Jahr im Adventskalender hatte, sehr passend. Ich würde mir den Adventskalender, glaube ich, so nicht mehr kaufen, weil oft die ähm, passte mir dann ausgelaufen ist. Und dementsprechend werde ich es, glaube ich, nicht mehr machen, aber... Da sind auch wunderschöne Pigmentpulver mit bei, und dementsprechend habe ich jetzt bei den ersten, das ist für die Frauen, äh, mit rosa, lila, äh, weiß so ein bisschen rumgespielt. Ich nutze dann immer. Das Ganze in so einem kleinen Bechern. Die machen sich immer ganz gut für so eine Untersetzer, wo man eben nicht von jeder Farbe ganz viel braucht. Ich bin ja auch keiner, der extrem große Projekte in der Regel macht. Ganz selten. Ich hatte jetzt mal eine große Schüssel gemacht, aber eher bin ich so der kleine Typ. Und äh, genau. Und dann mische ich die Farben unter. Und genau. Freue mich da einfach drauf, dass das dann ganz gut da drin vermischt wird. Beim Mischen immer wieder darauf achten, dass das Ganze gut vermischt wird. Schon beim Vormischen, wenn man nur das Harz und den Härter zusammenmischt, da unbedingt darauf achten, dass das Ganze wieder transparent wird. Man hat ja, wenn man es reinmischt, dann ist es äh, transparent. Wenn man anfängt zu rühren, wird es langsam milchig mit äh, Schlieren und da dann erst weitermachen, wenn das Ganze wirklich transparent wieder aussieht. Ja und dann eben für die einzelnen Farben habe ich kleine Becher unterschiedlich die sind jetzt mittlerweile auch schon mehrfach benutzt worden ich versuche da immer sehr die so lange wie möglich zu nutzen und einfach wegen der nachhaltigkeit wegen ne? und ähm, genau und da dann natürlich noch mal gut mischen man sollte immer schauen dass nicht zu viel mica pulver mit drinne ist ich Arbeite nicht so gerne mit Pasten, aber Pasten gibt es eben auch. Ich muss einfach nochmal mit Mut irgendwie da ein paar Sachen auszuprobieren. Aber wie gesagt, ich tue mich da so ein bisschen schwer. Keine Ahnung, viele schwören ja auf die Pasten, aber ja. Ja, während ich jetzt noch mische, könnt ihr natürlich gerne wissen, ich nehme jetzt das Ganze zum zweiten Mal auf. Äh, ja, ärgerlich. Ich hatte mein Mikrofon nicht richtig reingesteckt. Aber gut, äh, jetzt kann es auf jeden Fall weitergehen. Und ähm, genau, ich drehe ja mal so meine Kreise. Ich fange mal außen an und freue mich dann eben, ähm, dass das gut funktioniert. Äh, Habe zwei unterschiedliche genommen: eine mit so einem, da ist so ein höheres. Kante dann, wenn man es umdreht und eine ohne so eine Kante. Ich bin mehr so der Fan aktuell mit Kante, also das wäre die linke. Und ähm, weil ich die einfach unglaublich schön auch finde. Man kann äh, so einen Akzent eben auch setzen, dass man eben unten in die Kante eine Farbe rein macht. Die vermischt sich bei mir jetzt aktuell dann eben nicht weiter nach oben und das hat so einen wunderschönen Effekt. Werdet ihr auf jeden Fall auch. Ich, ich zeige euch ja natürlich der, die Ergebnisse und freue mich da dann einfach drauf, dass dann einfach das so wunderschön aussieht. Und finde die Ergebnisse selber auch, kann ich schon vorwegnehmen. Ich mag die Ergebnisse sehr und freue mich da so ein bisschen. Habe auch diesmal den, ein paar Sachen mit meinem Cricket Joy gemacht, äh, die ich dann darauf geklebt habe. Also auch da zeige ich es euch. Ich habe diesmal auch daran gedacht, euch mitzunehmen, wie ich dann das Ganze fixiere. Es ist immer nicht ganz so einfach. Ist einfach so, aber es gibt heutzutage nichts geschenkt, wie man so schön sagt. Und dementsprechend ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ja. Und ja, ich finde schon alleine so die Farbe jetzt sehr, sehr schön. Äh, es sind dann statt zwei, sind es auch noch drei geworden. War für mich jetzt aber auch vollkommen in Ordnung. Und irgendwie war mein Tisch schief. Dadurch ist das Ganze dann alles in eine Richtung gelaufen. War jetzt aber auch okay. Ich habe es dann versucht, noch so ein bisschen zu verteilen. Und ja, nochmal ein Exkurs zum Epoxidharz. Bitte aufpassen, was einfach die Schutzmaßnahmen sind. Immer an die Handschuhe denken. Es sollte nicht an die Haut kommen. Es ähm, unbedingt an eine Maske denken. Es gibt auch Epoxidharz, wo es nicht ganz so wichtig ist, aber. Bitte, bitte immer die Anleitung dazu lesen und ähm, sich dabei einfach schützen. Das ist eine chemische Reaktion, die ähm, muss berücksichtigt werden und ist nicht immer sehr nett zu einem Körper. Und ja, dann mein Epoxidharz braucht 24 Stunden zum Aushärten und ist für mich bisher immer noch das Beste. Ich arbeite nicht so gerne mit so einem dickflüssigen Harz und dadurch war das für mich jetzt bisher ganz gut. Und vielleicht werde ich irgendwann nochmal ein anderes ausprobieren, weil es gibt natürlich auch schöne Techniken, wo man zum Beispiel Blumen mitmachen kann. Wo man, ich glaube, das ist das Mastercast oder das Ultracast, ich weiß es nicht genau, ganz gut arbeiten kann. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt aktuell, weil ich es halt wirklich viel, viel lieber mag mit diesem dünnflüssigeren. Das ist Resin vor Dekor. Ich habe es auch in anderen Videos schon verlinkt, weil da die Frage aufkam. Und ich mag es sehr, es ist dünnflüssig und für mich, wie gesagt, das Beste das ist die Optimum viskosität und ist für mich nicht mehr wegzudenken. Ich habe mich auch sehr darauf eingeschossen, dass ich nicht so große Container gerne nutze. Ich habe noch große Container da, also große Gefäße, wo sowas drin ist, aber eigentlich nutze ich lieber die kleineren Flaschen. Ähm, wer mich schon länger verfolgt. Ich habe nicht so viel Kraft in den Händen. Äh, da muss ich immer so ein bisschen schauen, dass ich es halt auch festhalten kann. Ich kann ja bestimmte Bastelsachen, die ich unglaublich gerne eben auch mal machen würde, aufgrund der Kraft nur eingeschränkt machen oder eben anders, wie ich es gerne möchte. Ich werde zum Beispiel auch noch mal das Ton, also das Töpfern, äh, noch mal anschauen. Aber auch da war es halt schwierig, einfach weil die Hände halt unglaublich viel Kraft dann eben auch brauchen, um das Ganze zu Modellieren und aber ich möchte es gerne nochmal ausprobieren und dementsprechend ja. Hier bei den zweiten übrigens äh, ist das Ganze ähm, mit blau, grün, Petrolfarben und weiß natürlich wieder mit drinne. Ich mag die Farbkombination unglaublich gerne. Wer da... Ähm, das nicht mag, logisch, aber es gibt so viele Farben. Ihr seht ja schon hier unten, ich habe da alles noch stehen. Da gibt es so viele Farben und ich liebe es einfach sehr, diese Farbvielfalt auszuprobieren. Ich habe noch, ich suche immer noch optimale Neonfarben, aber werde ich auch noch finden. Ich habe auch welche, die leuchten im Dunkeln. Da muss ich nochmal ausprobieren, weil die, die ich jetzt genutzt hatte, waren nicht ganz so schön. Aber vielleicht muss ich es einfach nochmal anders ausprobieren. Und ja. Und dann härten wir das Ganze gleich aus. Das heißt, ich warte 24 Stunden. Hier habe ich tatsächlich auch wirklich die 24 Stunden gewartet. Ähm, Gerade wenn man zum Beispiel wie in dem Video mit der großen Schale, da muss man es ja vorher rausnehmen können, damit einfach das Ganze noch so flexibel genug ist, dass man das Ganze noch formen kann. Und dementsprechend also da dann so ein bisschen schauen was man damit machen möchte, dann wie gesagt, da muss man so ein bisschen eher rangehen. Aber ich wollte ja nicht formen, sondern ich wollte einfach Untersetzer und ich wollte darauf noch ein bisschen Schrift machen, beziehungsweise ähm, was äh, einfach mit dem, wie gesagt, mit dem Cricket Joy äh, macht sich das sehr schön. Ich habe mir ja die kleine Variante geholt, äh, weil Cricket hat ja auch den Maker und was weiß ich alles. Und aber für mich einfach vom Platz her Einfach reicht mir der Kleine und der ist, macht seine Dienste. Und sollte ich wirklich irgendwann mal so weit sein mit dem Cricket, dass ich irgendwie auch andere Sachen machen möchte, kann ich mir immer noch den Großen kaufen. Aber wie gesagt, erstmal ist das vollkommen in Ordnung, so wie es ist. Und ja, hier in dem rechten habe ich übrigens noch so ein Muster reingemacht, weil ich dachte, wir mal sehen, was Epoxy Tarts da so viel Schönes draus zaubert. Und. Ja, dementsprechend schauen wir einfach mal. Während ich jetzt hier noch ein bisschen stehe, erzähle ich einfach noch mal ein bisschen ganz kurz. Ich weiß, dass es viele, viele vielleicht nervt. Ähm ja, mein Kanal existiert seit 2017. Und also wo ich aktiv Videos hochgeladen habe und das war Mitte oder gegen Ende 2017. Mein erstes Live-Konzert, wo ich halt auch direkt gefilmt habe, war am 21.06.2017. Ist für mich äh, immer noch ein Datum, was sehr schön ist. Bevor ich weiter erzähle, jetzt entforme ich und zeige euch, wie es aussieht. Und ja, und dementsprechend... Habe ich damals angefangen mit Musik hochladen und habe dann weitergemacht, als Corona anfing, mit Videos, mit Basteln. Weil ich einfach Basteln auch sehr schön finde und ich mir die Erinnerungen damit schaffen wollte, wie mit der Musik und einfach auch die Leute daran teilhaben lassen möchte, was es alles so für tolle ähm, Basteln-Sachen gibt. Ja, ich lade in der Regel um 12 Uhr auf den Sonntag hoch. Meine Bastelsachen und um 16 Uhr auf dem Sonntag dann die Musik. Und ja, ist immer ganz unterschiedlich. Lasst euch da einfach überraschen, was es so alles gibt. Hier seht ihr übrigens, dass die Effekte wirklich, wirklich schön geworden sind. Ich liebe es wirklich sehr. Auch das andere, wo das Ganze ja einfach nach unten gelaufen ist, finde ich, hat trotzdem einen wunderschönen Effekt. Und wie gesagt, das Blau, äh, ich finde die Kante halt dadurch auch so schön, weil die, dieses Blau ja direkt unten in der Kante war. Und ja, ja, hier ist das lila. Und ich mache natürlich dann äh, die Schrift noch drauf. Ich habe es diesmal wirklich nicht vergessen, euch mitzunehmen. Ich habe alles ein bisschen schneller gemacht, also nicht wundern, weil es ein bisschen wuseliger dann aussieht. Aber ich dachte mir, wenn ich euch das komplett so zeige, ähm, also im richtigen Tempo, dann werdet ihr wahnsinnig. Mich hat es auch wahnsinnig gemacht, einmal, weil das manchmal so eine Futzelarbeit ist, dass ich einfach denke, so eine Größe. Aber genau, also ich erzähle zum Cricket Joy. Übrigens, ähm, man kann alles Mögliche ähm, sich da ausschneiden lassen. Das ist äh, Vinyl. Und ich habe mich jetzt für Namen entschieden und für so ein anderes ähm, Objekt, sage ich jetzt mal. Ähm, das war gar nicht so einfach. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, dass das ja so ein bisschen detailgetreu ist. Bei den Namen zum Beispiel sind die I-Punkte oft äh, schwierig. Die gehen mir manchmal verloren. Und. Aber wie gesagt, das war dann auch okay. Ich, mir ist ein Name kaputt gegangen. Äh, dementsprechend habe ich mich dann eben wirklich für das andere entschieden. Und hier ist äh, das Ganze so. Ich habe ja den Partner, der spielt selber in zwei Bands oder ich habe ihn bisher in zwei Bands erlebt. Nie Quatsch, ist ja totaler Quatsch. Ich habe ihn sogar in drei Bands erlebt, aber die eine Band, da ist er nicht mehr. Und aber bei den anderen Bands. Und ich liebe es tatsächlich sehr. Da einfach die Musik auch mit in diese Untersetzer reinzubringen. Und ja, und dadurch habe ich die dann mit so einer Transferfolie dann eben darauf gebracht. Da das natürlich trotzdem wieder abgehen würde, kommt nochmal eine Schicht mit Epoxid drüber. Das ist wirklich bloß eine ganz kleine Schicht. Ich versuche da immer so wenig wie möglich, aber so, dass sie eben trotzdem bedeckt ist. Und dadurch Kostet halt meistens auch ein bisschen Zeit, damit es halt nicht so viel sein sollte. Aber es ist, wie gesagt, eine wunderschöne Art, das Ganze dann eben auch festzumachen. Und ja, ich hoffe, diejenigen freuen sich darüber. Ja, dann habe ich, wie gesagt, Epoxidharz angemischt und freue mich da so ein bisschen drauf. Hier hatte ich übrigens vergessen, bei dem L... Und Haar und ähnliches, da so kleine Punkte noch rauszumachen. Man muss das so, das nennt sich entgittern, sage ich jetzt mal. Und aber wie gesagt, ist trotzdem alles gut gegangen. Ich konnte es noch abmachen und ja, wie gesagt, ist alles ein bisschen schneller. Eigentlich hat es unglaublich lange gedauert und diese Futzeleien manchmal einfach mit diesen feinen Sachen sind unglaublich anstrengend. Aber es lohnt sich. Also ich kann es immer wieder nur betonen. Einfach wunderschön. Und die Investition hat sich gelohnt. Falls ihr übrigens Wünsche habt, was ich gerne mal austesten soll, an Bastelmöglichkeiten oder ähnliches, oder falls ihr zu bestimmten Bastelsachen noch Fragen habt, schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich da natürlich sehr drüber und versuche das selbst dann auch zu beantworten oder zu zeigen. Und ich hatte letztens beim Batik, hatte einer nochmal nach den Farben gefragt. Und die habe ich dann in einem Short-Video beantwortet, weil das leichter ging, als wenn ich es jetzt irgendwie reingeschrieben hätte. Und genau, hier habe ich jetzt immer einen Klecks äh, Epoxidharz von dem Transparenten reingemacht und mit dem Stäbchen dann so ein bisschen verteilt, an die Ränder geschoben, so ein bisschen aufpassen, dass es nicht runter tropft. Und dadurch macht es wirklich ganz gut. Ähm, da. Hat man dann den Schutz drüber, die, die Schrift oder das Objekt selber geht nicht runter. Und äh, man hat nochmal eine transparente Schicht, die es auch so ein bisschen hitzefester macht, weil durch die Pigmente, die man ja reinmacht, äh, geht manchmal auch die Hitzebeständigkeit so ein bisschen abhanden. Und aber wie gesagt, ist trotzdem einfach eine schöne Sache und ja. Wie gesagt, ihr seht schon so ein bisschen, ich fasse es dann immer so ein bisschen, wobei die mit den Kanten sich natürlich viel schöner machen, also viel leichter. <laughs> den habe ich übrigens gemacht noch, auch wenn da keine Schrift drauf war. Der war relativ dünn, also dadurch dachte ich mir, Mensch, da muss noch mal eine Schicht drauf, damit es einfach besser, fester, größer, dicker ist und ja, also, yippie. <laughs> Ja, ansonsten ähm, werde ich euch gleich noch die Ergebnisse zeigen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag und äh, habt da hoffentlich einfach eine wunderschöne Zeit, das Wochenende einfach auch genossen. Und wie gesagt... Habt ihr Fragen oder ähnliches, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Ich freue mich aktuell immer wie die Bolle, wenn da irgendwie äh, wieder einer dazukommt. Manchmal sind es ja, ich mag ja auch diese Zahlenspielereien. Ich weiß nicht, wem es noch so geht. Der ist so, ich bin da so ein bisschen mongmäßig mäßig unterwegs. Wir hatten jetzt letztens äh, 646 Abonnenten. Und ich liebe es. <laughs> wenn dann so eine Zahlen sind oder was sind noch viel schöner also klar irgendwie wenn alles drei die gleichen wie 111 222 sind oder wenn 678 jetzt kommt wäre jetzt das nächste oder nee 666 wäre jetzt erstmal das nächste dann haben wir noch 654. Also, wie gesagt, ich liebe es. Ich bin da so ein bisschen... Special. Hier kommt auf jeden Fall erstmal das Ergebnis. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Und ich drücke euch ganz lieb und viel Spaß jetzt noch beim Ergebnis gucken. Und bis bald.